Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur Abo-Minecraft-Auslosung. Ja, was ist das für ein komisches Ding hier? Oh mein Gott! Ja, wir haben, also ich und mein Bruder, also der Angelo, der hat uns etwas gebastelt, damit wir eine schönere Auslosung machen können. Und zwar haben wir hier ein kleines Programm, das dann, ja, jetzt habe ich ein bisschen hochgeschoben, ja, das ist eine, wie sagt man das, wie beim Lotto eine Trommel, die sich dreht und da werden dann Kugeln reingeschmissen und hier unten geht dann irgendwann auf, hier, das geht glaube ich auch und dann fallen die hier dann raus und dann wird die erste Kugel, die unten ankommt, die wird dann der Gewinner sein, also die erste Kugel, die dann hier unten landet, ist dann der Gewinner, ja, und wir wollen natürlich auch unsere alte Methode mit den Losen beibehalten, also haben wir hier eine Liste, wo wir, wo wir hier die Namen reinschreiben können. Hier zum Beispiel, der Sturm ist ja wieder dabei, diese Runde. Er hat aber bloß 4 Lose. So. Deswegen hat er bloß 4. Die anderen haben halt noch 5 Lose. Deswegen werden 5 Kugeln erstellt mit den Namen drauf und dann geht das los. Und heute eine kleine Premiere mit dem Programm und gleichzeitig haben wir tatsächlich nur 6 Teilnehmer. Also würde ich sagen, ist die Chance, hier vielleicht mal dran zu kommen, doch etwas größer. Ja, als erstes, was machen wir? Was ich eventuell sagen möchte, ich werde vielleicht, ich bin mir nicht so sicher, kommt drauf an, wie schnell man aufnehmen kann. Ich habe jetzt diese Woche wieder keine Aufnahmen, denn, wo ist er denn? Habe ich den hier? Der Smitty-LP. Er war 13. War nicht das einzige Problem, was wir hatten, weswegen wir nicht aufnehmen konnten. Und ja, jetzt kam halt noch keine Aufnahme zustande. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt 2 auslose. Dann müsste es aber bedeuten, dass ich heute noch mit jemandem 2 Stunden aufnehmen müsste. Oder mindestens 1 Stunde, damit ich die Woche irgendwas reinmachen kann. Oder wie wir es machen. Also es kommt halt dann auf die Leute drauf an. Wir machen es mal so, wir machen eine Losung und dann machen wir es so, dass die ersten 2 Kugeln, die unten ankommen, diese 2 Namen, wenn es nicht unbedingt dieselben sind, dann ist es die dritte Kugel, diese 2 Leute, da kann sich einer von euch beiden kann sich dann melden und kann sagen, hier, ich bin bereit, ich kann heute noch oder notfalls morgen Vormittag, Nachmittag aufnehmen, eine Stunde Minecraft oder auch 2 Stunden und dann ist der andere, der kommt dann sozusagen, dann nehme ich die Woche dann auch noch mit dem anderen auf und dann haben wir wieder 2 Wochen Vorsprung. Ich hätte ja gerne immer eine 2 Wochen Vorsprung, so eine, damit das eigentlich nicht passieren sollte, was jetzt schon wieder passiert ist, ja. Ich hoffe, habt ihr irgendwie verstanden und ja. Ja, jetzt habe ich mein Skype wieder nicht ausgemacht. Immer das Gleiche mit mir. Okay, dann als erstes, was wir machen, Kugeln erstellen. So, die kommen jetzt hier raus, hüpfen noch ein bisschen rum. Was ich noch sagen wollte, wir haben da jetzt nur 6 Teilnehmer, sonst wären das ein paar mehr Kugeln. Ihr könnt gerne, ja, und ich bitte darum, konstruktive Kritik äußern, beziehungsweise Lobhymnen oder keine Ahnung. Der Angelo hat da schon ein bisschen länger dran gesessen und wäre ganz cool, wenn wir da irgendwie Verbesserungen hätten und so weiter und so fort. Ja, dann möchte ich euch gerne mal die Kugeln zeigen. Ich kann mal ein bisschen ranzoomen. Das sind jetzt, ist alles noch ein bisschen schnell. Das sind jetzt die Kugeln und da stehen jetzt die Namen drauf. Hier ist der Sturm, hier ist der Slash Suga oder Zoga, ich kann es nicht aussprechen, tut mir leid. 22 LCK 22, wieder der Sturm. Ja, der Sturm hat hier, glaube ich, 4 Kugeln, müssten hier vom Sturm rumliegen und halt von jedem anderen 5 Kugeln. Insgesamt also 29. Na, jetzt geht doch mal weg hier. Lass mich doch mal in Ruhe Auslosung machen, meine Skype-Leute. Gut, dann würde ich sagen, oh mein Gott. Ja, ich nehme das jetzt einfach als, das war wieder mein Terminplan am Hintergrund. Die sollte ich auch jedes Mal ausmachen. Habe ich ja wieder vergessen. Aber wir nehmen es als Startsignal. Und zwar, das Ding wird sich jetzt 1 Minute lang drehen. Ich weiß noch nicht, ob 1 Minute vielleicht auch etwas zu lang ist. Ich drücke einfach mal drauf. Es geht los mit cooler Musik, die der Angel auch gemacht hat. Und jetzt wird das Ding jetzt 1 Minute lang drehen, so 20 Sekunden in die eine Richtung, 20 Sekunden in die andere zurück und die Kugeln ein bisschen mischen. So, dann müsste dann bald wieder andersrum drehen und wir können mal ein bisschen reinzoomen. So, da sieht man, wie sie alle durch die Gegend springen und sich halt ein bisschen mischen. Ja, es wird mir schlecht, wenn ich so nah ranzoome.
Ja, ihr könnt eure Namen wahrscheinlich nicht sehen, denn ich kann auch gerade nichts lesen. Auf jeden Fall wird jetzt schön cool gemischt. So, und ja, dann geht hier dieses Teil auf und dann fallen die dann hier raus. Wie beim Lotto, nur beim Lotto hat man eine 3D-Maschine und da ist das ein bisschen einfacher mit den Rausgreifen. Das ist ja 2D. Ja. Und ja, dass die Kugeln hier ein bisschen hängen bleiben, das ist alles ein bisschen so gewollt. Ja. Cool. Vielleicht ist eine Minute doch etwas zu lang. Wir werden es sehen. Aber vielleicht... Oh, da, es geht los. Und, wer wird gewinnen? Wer wird gewinnen? Und es ist der Showstehler. Ich glaub's ja nicht. Der hat, der Showstehler. Krass, jetzt kann ich endlich mal... Oh, ich sehe gerade, der Name ist zu lang für diese Kugel. Interessant. Aber Showstehler finde ich sehr cool. Also, mit dir würde ich sowieso mal quatschen. Also, du bist ja schon recht lange dabei auf unserem Kanal und schreibst auch sehr regelmäßig viele Sachen. Wird vielleicht eine sehr coole Sache. Und der Sturm. Ja, Sturm war doch, glaube ich, sogar der, ich weiß nicht, der dritte, der mit Abo Minecraft mal dabei war. Ja, nimmt's mir nicht übel. Der Sturm, der wird jetzt auf jeden Fall noch eine Kugel weniger haben. Das heißt, beim nächsten Mal wird's schon schwieriger. So, jetzt hat er bloß noch 3. Und der Showstehler bekommt selbstverständlich noch ein Los weniger. Sind's 4. Ja, Konstantin, es tut mir leid, auch wenn du schreibst, dass du ja jetzt endlich mal dabei sein möchtest, weil du ja auch schon von Anfang an dabei bist. Das ist nun mal leider dann doch Pech. Wir sehen, was hier oben noch alles da liegt. Hier ist auch noch mal, hier oben ist noch mal ein Sturm. Man sieht, es wurde also durchgemischt, auch wenn daneben gleich noch ein Sturm ist. Aber naja, es sind halt nicht so viele Kugeln. Hier ist noch mal Konstantin, hier ist Showstehler noch mal ganz oben. Also, ich glaube schon, dass es eine faire Mischung ist. Und ja, jetzt wäre es ganz cool, ich schreibe euch beide an. Ja, Showstehler und Sturm. Und vielleicht hat ja heute der eine oder andere noch Zeit, mal eine Stunde aufzunehmen. Oder halt vielleicht Montag. Also bei uns sind jetzt Ferien. Ich habe jetzt auch frei 2 Wochen. Und dann kann man vielleicht mittags rum noch irgendwas aufnehmen. Irgendwie mindestens eine Folge für Montag. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das weitermachen. Gut, ich hoffe, euch gefällt unser neues Auslosungssystem. Also mir gefällt es tierisch. Und das Gute ist, die Engine ist geschrieben. Man kann jetzt immer auch noch ein paar andere Sachen vielleicht machen, nicht unbedingt dieses Drehding hier. Ich kann das übrigens auch selbst steuern, hier hin und her. ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sturm und Showstehler, wir werden uns schreiben und dann heißt es für euch, wir sehen uns in der Minecraft-Welt wieder. Und für alle anderen, ich wünsche euch viel Glück beim nächsten Mal. Gut, bis dann, tschüssi! So, ganz kurz noch am Ende. Ich habe vergessen, ihr könnt natürlich euch anmelden, wenn ihr dabei sein wollt für die nächste Auslosung. Schreibt es einfach unten rein, ich bin dabei und dann geht's los.